zweite Sonntagsausfahrt. Sind wieder voll im Element. Heute ein paar mehr wie beim letzten Mal. Stefan ist auch da. Geil. Ey Käfchen! Ey Käfchen! Der Harald zeigt mir gleich mal, wie ein Burnout wirklich funktioniert. Mal sehen. Ich habe nur ein bisschen Material drauf vom letzten Jahr. Das muss ja weg. Muss weg jetzt, muss, ne? Muss weg, der Scheiß. Ja, ja. Das, ja, das härtet ja alles aus. So ist es. Das ist natürlich auch mal geil, ne? Ja, ich habe gerade gesagt, dass sie an mir vorbeigefahren. Sag ich, die wird doch nicht zu uns kommen. Jetzt kommen die doch zu uns. Ja. Das ist ein UFO. Die erste Golfing, die wir haben. Ein schönes Teil. Ich finde die geil. Das ist richtig oldschool. Ja, ja, genau. Ich würde mal alles zulegen. Top. Der Jürgen ist auch da. Würdest du auch zulegen? Ich würde mal alles zulegen. So zum Reisen statt die X6. Wenn die jetzt mal nicht mehr ist, alles bezahlbar und die Technik stimmt, passt. Ja, weil jetzt musst du uns mal sagen, was hast du den ganzen Winter gemacht? Wir haben dich ja gar nicht gesehen. Ja, naja, was soll ich gemacht haben? Ich habe Moped versucht zu schrauben. Ich hatte drei schwere Totalschäden, waren alle drei Mopeds kaputt. Da habe ich mir ein viertes gekauft. Da konnte ich nicht fahren mit, weil es zu kalt war. Jetzt habe ich das vierte wieder verkaufen müssen. Frau, sie hat gesagt, drei sind genug. Jetzt ist die eine wieder, Street Fighter wieder repariert. War nur Kleinigkeit dran, ein Unterdruckschlauch, so ein bisschen was kaputt. Und der C1-Roller ist leider noch platt, der ist der Motorblatt. Und die XX ist noch ein Macher. Davon habe ich gehört von dem Roller. Ja, ja, ja. Also. Geile Nummer. Aber ich bin froh, dass du wieder dabei bist. Ja, ja. Finde ich gut. Alles gut. So, da ist der Hansi, ne? Geil. Moin. Grüße dich. Top. Es ist ja doch schon mehr als ich dachte heute Morgen. Jetzt ist ja wirklich arschkalt gerade. Aber egal. Wir machen das jetzt wie in Amerika. Wir fahren jetzt ja alle ohne Helm. Auch mal geil. Okay, ich melde mich gleich wieder. So, wir sind froh, dass sie wieder dabei ist. Tipptopp. Und was auch mal geil ist, für die neue Sportster S, der Jackal und Hyde. Hört sich das gut an? Ist fett? Da fahren wir gleich mal hinterher, ne? Ist geil. Naja, super Motorrad. Ich finde die ja geil, ja. Geiles Teil. So, wir begrüßen den Marc, der ist heute auch wieder am Start. Stein in der Nagel. Der Marc, der will das Ding heute mal auf die Reifenkante bewegen und so ein bisschen Hanging Off fahren, hat er mir gesagt. Logo. Sau geil. Dann haben wir die wahren Fans. Die wahren Fans, ja, ja. Geil. Heute noch rot und die Woche vielleicht lila, ne? Mal sehen. Ja. Mal sehen. Ach, du willst das hier drauf machen? Nee. Was sagen Sie dazu heute Morgen? Sonnig, trocken, geht. Alles top? Läuft. Heute Hanging Off? Das ist danach, dich. Genau, an Karl den Großen, Red Becker. Ja. Wo bist du? Ne? We miss you. We miss you, ne? Und jetzt müssen wir ohne dich fahren. Ja. Also, wir sollen uns den Weg freischaufeln. So ist es. Wir sind gelandet, Königstein. Zum Joker nach Bad Homburg haben wir es sicher geschafft. Sonst wären wir, glaube ich, krepiert oder so. Aber hier Jekyll und Hyde, ne? Nochmal darauf zurückzukommen, brutaler Sound. Also wenn du uns überholt hast, meine Güte, ne? Volle Pulle, ey. Gespannt, wenn es nicht mal anhält, was dann passiert. Malboro, man. Ja.
genau. Top. Ja, Harald, da müssen wir gleich nochmal ran, ne? Ich muss gleich mal meine Reifen aufwärmen, meine Hände aufwärmen an deinem Reifen. Wir müssen hier gleich mal kurz ein Burning machen. Das müssen wir für die, das müssen wir für die Geschichte festhalten. Alles klar. So, und hier nochmal dem Jörg seinen Kleinwagen, ne? Top. Alles klar. Ja, hat Spaß gemacht. Goldfing immer geil, ne? Verrückt. Hier die BMW, das BMW ist schon auch ein brutaler Sound hier. Auch richtig geil. 7 Euro. Fan. Ja, nein, die wurde Zahlung gegeben hier gegen die andere BMW. Können wir eine Zahlung geben für die hier? Sehr schön. Jetzt haben wir eine Runde gedreht. So, Herr Doktor. Schönen Morgen. Ja, und jetzt hole ich mir auch mal so ein Käffchen, ne? Prost mal lieber. So, hier ist er. Jetzt gehen wir nochmal rein. Was sagst du, ersten Ausfahrt war gut? Ja, super. Hat Spaß gemacht, ne? Ja, ja. So, hier stehen die anderen Kollegen. Gehen wir nochmal durch. Ich halte nochmal die Runde. Der Kollege hat gerade zu mir gesagt, er will keinen Kaffee trinken. Er wärmt sich die Hände an seiner Wurst. Ich halte die ganze Zeit fest. Mehr wie die Hälfte kann ich nicht essen. Jetzt kann ich die Hände nicht mehr wärmen. Sehr geil. Deswegen haben wir 2 Kaffee bestellt. Top. Das muss ich nochmal aufnehmen. Der Gilly hat mir gesagt, es wird Sommer. Gilly, zeig doch mal, was hast du da drunter an? Brusthaare. Das sind Haare, Männer. Geil. Das Material dann heute noch kriege, dass wir dann noch die. So, Harald. Die Prozession hier. Ja, ja, die Prozession. Ist so. So, gucken wir. Jetzt lösen wir uns langsam auf. Halteverbot. Das hat ja geklappt, ne? Ja, das hat geklappt. Der Marc fährt jetzt nach Hause. Top. Alles klar. So. Ich kann mich schlecht verpassen. Als Winterprojekt. Aber es ist scheiße. Kommst du auf den Zimmer? Aber du willst sie, so lassen oder willst sie umbauen? Echt? Ich würde die behalten. Ja. Die Diskussion mit meiner Frau über den Zug. Oh, die Scheune ist voll. 8 Motoren, hast du? Ehrlich jetzt aus? Ja. Ist geil. Auch die Antenne ist geil, ne? Ja. Da fehlt noch die zweite CB-Funk. Ja, genau. Wobei ich muss sagen, ich finde das komplett Porno, ne? Das kommt ja auch alles wieder. Das kommt ja auch alles wieder. Das ist einfach so. Ich würde die schön in so Goldlack, weißt du, so diese goldkristallige Lack. Ja, ich weiß gar nicht. Ich würde den Lack vielleicht sogar so lassen. Das ist ja so Perlmutt. Ja, Goldlack, ja, das ist schon geil, ne? Ja, ja. Das ist geil. Ich habe gestern entdeckt. Vor allem der Jörg ist auch, der Jörg ist auch ganz froh hier, glaube ich, gerade. Er hat jetzt nicht mehr das größte Moped hier, ne? Ja. 13 Euro. Ja, genau. Ja, genau. Die gibt es häufig. Ne? Ringleader. Ja, wie gesagt, das 6 Zylinder. Leck mich am Arsch. So, liebe Leute. Zweiter Vlog. Ja, heute waren wir auf jeden Fall eine große Truppe. 18 Leute. Aber man muss sagen, man hat mit deutlich besserem Wetter irgendwie gerechnet.
aber so, ich fährt noch mal hier rüber. 069 Bikers. Und ja, und jetzt machen wir gleich die Biege. Es ist Sonntagmittag und fahren wir nach Hause. Ne? Macht's gut und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.